sind die Rollen ganz klar verteilt. Beim Fotoshooting der neuen Tom Taylor Spendierhose ist Dana Schweiger die Liebevolle und Tochter Lilly die Coole. Dana hat jahrelange Modelerfahrung, doch ihrer 16-jährigen Tochter gibt sie lieber keine Tipps. Ich habe ganz von hinten ein bisschen geguckt, weil ich wollte nicht, dass sie so nervös wird. Als Kinder, die mögen das nicht so gern, wenn die Mutter immer hinterher steht und sagt, mach mal das, mach mal das. Aber sie sah super aus. Das können wir nur bestätigen. Der drittälteste Schweigerspross bewegt sich vor der Kamera wie ein Profi und wirkt dabei routiniert wie Papa Till. Eigentlich bin ich gar nicht nervös, es macht mir eher Spaß. Tatsächlich will Lilly Schweiger gerne mehr modeln. Das Zeug dazu hat sie. Trotzdem kümmert sich die Schülerin aber jetzt schon um ihre Ausbildung. Ich möchte ein Zwischenjahr machen, also zwischen der Uni, und dann möchte ich in Amsterdam studieren. Mama Dana findet die Zukunftspläne ihrer Tochter super, möchte aber im Ausland ein Auge auf sie haben. Ich unterstütze das, weil ich finde Amsterdam auch eine super geile Stadt. Und ich würde wahrscheinlich auch eine Wohnung da wollen. Nee. Doch. Ich würde dein Nachbar sein. Na, da kommt nicht wirklich Begeisterung auf. Für Dana ist die Situation nicht so einfach. Nach und nach werden ihre Kinder flügge. Das ist das Schlimmste, wenn man eine Mutter ist. Und ich habe 18-Jährige, 17-Jährige und 16-Jährige. Man weiß, jeden Jahr ist ein Kind sozusagen weg von zu Hause. Und das ist schon, es tut schon weh. Umso schöner, wenn es Anlässe wie das Tribute to Bambi-Shooting gibt, wo beide viel Zeit zusammen verbringen können. Auch wenn die Tochter dann gern mal die Unnahbare spielt.